Ja, Gott sei Dank. Hier bist du. Ich dachte schon, es ist was passiert. Ich habe nur verschlafen. Warum bist du denn so verkleidet? Bist du doch auch. Ist sie mal wieder deprimiert? Ich meine, für sowas gibt's doch Pillen heutzutage, oder? Sie kann einfach nicht loslassen, aber wie will einer wie du das verstehen? Jedenfalls kann es so nicht weitergehen. Ein Dreivierteljahr ist der Vater jetzt tot und sie hortet immer noch alle Lebensmittel. Hans hatte Größe 53. Wem soll das denn da unten passen? Martha, egal was du jetzt sagst, es kommt nichts zurück ins Schlafzimmer. Was ist denn das? Wo kommt das denn her? Das ist nichts. Komm, lass uns gehen. Frieda, warte. Nein, lass mich doch mal sehen. Ich hab gesagt, das ist nichts. Komm, lass uns gehen. Martha, du führst doch wohl kein Doppelleben. Doppelleben, Quatsch. Aber ich hatte außerdem eine Spezialausbildung in Miederwaren. Nur Hans wollte nie, dass die Leute hier im Dorf das wissen. Du machst aus Hans Laden eine Dessous-Boutique. Also, was ist das wieder für eine verrückte Idee? Was soll denn das heißen? Martha, tut mir leid, ich hab verschlafen. Unser erster Kunde. Und dann noch der Herr Bürgermeister. Ach, das freut mich aber ganz außerordentlich. Was haben wir denn da? Ein Unterhüsse für Silvia. Gute Wahl, garantiert nachwuchsfördernd. Wow. Martha, das ist... Mama, der Laden ist der Hammer geworden. Ah, schau an, und da ist ja auch schon Kundschaft, der Herr Pfarrer. Martha, das ist ja ein Traum. Ja, da glaube ich doch, das probiere ich gleich mal an. Ich gehe auch. Du hast schon recht, Frieda, hier wird niemand etwas kaufen. Auch wenn sie noch so gut gefällt, sie trauen sich einfach nicht. Nein. So leicht geben wir nicht auf. Ach, was sollen wir denn machen, wenn keiner kommt? Du siehst ja, wie der Laden hier läuft. Na und? Dann müssen wir eben einen anderen Kundenkreis gewinnen. Einen anderen Kundenkreis? Wo denn? Na, im Internet. Im Internet? Mein Gott! Was ist denn los? Alfred! Ja. Ich meine, Herr von Gollnow! Was ist mit dem Geld? Es ihm nicht gut. Er hat heute Morgen seinen Computer eingeschaltet. Ja, und? Und übers Wochenende sind 8 Bestellungen eingegangen. 8! Über 240 Artikel! Und 21 Anfragen dazu! Ja, aber was? Das ist doch gar nicht so viel Ware. Ich bin doch keine Maschine. Als Bürgermeister und Kreisvorstand der Heimat- und Landeleutepartei Oberstrupp heiße ich euch aufs Herzlichste willkommen in unserem schönen, wunderschönen, lieblichen Ort. Lieblichen Ort? Der ganze Ort stinkt nach deinem Mistfest. Ach, von meinem Laden. Was war mein kleiner Dessous-Laden, den ich mir immer gewünscht habe. Und jetzt habe ich ihn und jetzt habe ich auch endlich wieder eine Aufgabe. Ja. Widerstand, Freunde! Du hast einfach deinen Sinn für Schönheit, Fritz Meier! Schönheit! Du hast unsere Traditionen entsorgt! Womit habe ich angeblich deine Traditionen entsorgt? Womit? Etwa mit dem hier! Oder mit dem hier! Martha! Oder mit dem hier! Mama, zieh den Rock runter! Hubert, aus! Musik! Hubert, schalt die Musik ein! Hubert!